Das läuft. Es läuft! Folge 5. Ich habe das letzte Mal den Feuerhansel erledigt. Daniel darf jetzt sich den Rest des Levels mal anschauen hier. Da unten ist noch ein Dorfbewohner. Das ist auch so ein Zeitbombentyp, ne? Ich glaube schon, ja. Aber ist ganz cool. Vielleicht kriegen wir die auch noch, die Bomben. Ja. Weil die Molotovs und so, die kriegen, haben wir ja bekommen dann. Blutvieh, oder? Ja, will er uns nicht geben. So. Jetzt gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Also es geht nach da unten und es geht da hinten irgendwie ins Gebäude rein. Schau dich mal erstmal hier unten um. Da ist halt auch einer. Pass auf diese Druckplatten am Boden auf, weil da hin und wieder ja auch Gewehre stehen können. Ich seh die halt einfach nicht. Ja, ich auch nicht. Beim ersten Mal sehe ich die nie, aber... Der hat normalen Molly. Ja. Ja gut, kann man auch gebrauchen. Oh, guck mal! Oh! Das sind ja so Schlabberviecher, aber ganz viele davon. Ach, zu denen möchte ich aber nicht. Nee. Aber hier geht's eh nicht weiter, guck. Nee. Perfekt. Da müssen wir außen rum. Also... Da würde es dann da und dann da runter. Ja gut, gehen wir erstmal da zu diesem Haus, was hier ist. Das sieht ja schon mal gut aus. Da können wir auf jeden Fall... Mal endlich mal ein Leuchtfeuer finden. Ich habe das Gefühl, wir werden noch länger brauchen. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich misstraue diesem Spiel. Gerade so ein bisschen. Ach, das ist doch das Haus, das kennen wir doch schon. Aber das ist doch ganz woanders, ne? Das ist ja da nicht an der Stelle. Dieses, stimmt, aber wo wir hundertmal schon drin waren, weißt du? Was zu den bei der Brücke mit den Werwölfen oben. Aber das ist dasselbe Modell, nur dass es. Vielleicht ist es von der Brücke runtergeschlagen worden von irgendeinem mächtigen Monster und liegt jetzt hier, weil es ist ja auch so umgekippt, ne? Es liegt ja jetzt auf der irgendwie so. Doch, das haben die stimmt von der Brücke, hat so ein Amygdala. Verspäteter Molotov-Cocktail. Das ist die Zeitbombe. Hat bestimmt so ein Amygdala-Fies umgekippt, hat das Haus einfach mit dem Schwanz noch irgendwie so. Weggekickt. Willst du noch erstmal hier unten gucken, bevor du da runter hüpfst? Mhm. Hier ist eine Treppe, da ist reversibel sozusagen im Gegensatz zu da. Hier saß immer der Typ auf dem Rollstuhl. Gucken, ob der immer noch da ist. Der Opa auf dem Rollstuhl. Der links. Nee, der ist tot. Doch, der ist da. Oder er ist tot, aber sitzt. Also der ist. Doch, der ist immer noch da. Ah, er ist tot. Das war nett. Eruptionshammer! Eruptionshammer. Vorsicht. Sehr gut. Eine riesen Zeitbombe. Willst du den mal anlegen? Oder gucken, ob wir den anlegen können? Mal gleich. Okay. Weil Eruptionshammer klingt ehrlich gesagt eruptiv ganz schön geil. Aber das ist ja mehr als ein. Das ist ja versatzstückhaft hier, ne? Weil das ist ja ein ganz anderer Teil von Janam, von der Stadt. Genau, weil hier war ja das Anfangsgebiet. Ja, genau. Das ist ja gleich der Anfang des Spiels gewesen. Moment. Hier geht es irgendwie nicht so richtig weiter. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Mal Option, dann auf da, genau, Gewehrspeer und dann den Eruptionshammer. Der ist halt deutlich schlechter, den können wir ja beim nächsten Mal richtig schön... Ja, können wir ein bisschen aufleveln. Können wir mal ganz kurz gucken, wie das Ding aussieht. Also der wird jetzt nicht viel Action machen. Das ist, glaube ich, das Ding, was der Typ gerade hatte, ne? Und wenn du jetzt schlägst, dann macht's BOOM. Alles klar. Den kannst du immer einmal aufladen wahrscheinlich, ne? Und dann mach mal stark. Mach mal nochmal. Und dann aufgeladen stark. Boom, das ist das, was er hat. Das ist aber ein schönes Ding. Gerade für Bosse. Ich denke mal, das können wir mal auch mal aus... Sollen wir mal taggen, ja. Ja, guck mal, wo du hier hinkommst an den Anfang. Vielleicht gibt es da ein Leuchtfeuer. Ja. Weil eigentlich ist da ja eins, aber wahrscheinlich... Genau, weil da kommen wir ja zu Josefkas Klinik, theoretisch. Aber wahrscheinlich ist jetzt hier keins, ne? Das wäre ja zu einfach. Das wäre ja zu leicht. Ich hätte aber gerne mal wieder irgendwo eine Abkürzung oder so. Oder steht aber ein Jäger, oder ist das ein Dorfbewohner? Na gut. Was muss, das muss... Alter, der hat ohne Ende Leben, ne? Ja, ich weiß schon. Ich denke, das heißt da nicht lang. Wir sollen da nicht lang, glaube ich. Aber jetzt musst du da durch. Weil der wird dir folgen, glaube ich, wenn du jetzt wegrennst. Das glaube ich auch. Wobei der bisher noch machbar ist. Nur wenn wir den jedes Mal besiegen müssen, dann, das ist ja einfach, das dauert ja ewig. Tja, in anderen Spielen würde man den jetzt Bullet Sponge nennen. Auch wenn wir hier nicht schießen. Ah, so viel. Das tut aber weh. Ja. Ah, war ein Versuch wert. Ah. Oh, das ist auch ein mieser kleiner Dreckskerl. So, dem ist das auch Leben ohne Ende, die Sau. Ja, das ist das größte Problem. Und der dreht sich immer so lustig. Wobei der machbar ist. Also, da muss man halt nur. Boah, der Stunt ändern, glaube ich. Ja. Sackgesicht. Da muss man halt wirklich immer richtig doll konzentriert bleiben die ganze Zeit bei dem. Und der Kampf dauert lange, weil er so viel Leben hat.
Und nicht zu viel wollen. Immer mal so zwei, drei Mal und dann wieder ein bisschen zurückziehen. Das hast du schon halb runter. Mhm. Aber der geht mir jetzt auch schon auf die Nerven. Der ist... Weil der so viel Leben hat. Zu viel haben wir genug. Bitte. Haben wir genug. Nice weg. Schön in die Ecke und jetzt immer rauf. Und dann in die Hecke. Ja. Yeah. Und dann wieder aufladen. Oh, das ist auch ein fieser Sprung. Mhm. Okay, Ausdauer aufladen, top. Schieß! Da hättest du jetzt, glaube ich, schießen können. Ich glaube, da wäre er gestunt gewesen. Wäre meine Theorie. Ja. Wenn er so anfängt zu springen. Okay. Ja, aber das machst du super. Jetzt nicht nachlassen. Jetzt, ja, ja. Nachhalt dich. Hm. Zweimal. Oh, da ist er nicht mehr angewählt. Okay. Oh, Vorsicht, nicht dahin. Hm. Das ist eng Stelle. Ja, lieber zurückziehen. Du hast keine Ausdauer mehr. Ja, jetzt macht er wieder sein komisches Rumgeficke hier. Du brauchst gar nicht so rumficken, du bist, du kleiner Pisser. ist doch so. Was hat denn der überhaupt für eine Größe auf dem Körper? Das sieht ja eklig aus. Das ist so überprüfbar. Echt, ey. Ja, aber du hast ihn gleich. Hm. Und der kommt auch nie wieder. So wie alle anderen Monster in diesem Old Hunters DLC auch nicht. Na klar. Wiederkommen. Aber ist gut, dann können wir uns da hinten mal umgucken, wo wir wahrscheinlich hin sollen. Genau, da kommt genau der nächste. Da kommt nämlich, das ist nämlich der normale Standardgegner in der Ecke. Ah, oh, weg, weg, weg. Jetzt nicht nachlassen. Hm. Ja, der braucht nicht mehr viel. Der will noch zwei, drei Klatschen haben. Zwei, drei Watschen. Genau wie du. Gesicht. Genau. Da hast du mich durchschaut. Ach, Mann. Kannst doch mal schießen. Schieß einmal, du hast noch zwei, drei... Oh, okay, er ist sehr schnell. Los, komm. Schnucki, ey. Das ist unbesiegbar. Nee, ist er nicht. Der hat noch einen Schlag. Braucht er noch. Und dann ist er weg. Sehr gut. Daniel, ein Erfolg. Ich möchte es Erfolg nennen. Feuerhammer-Abzeichen, das bringt uns bestimmt irgendwas. Der war auf jeden Fall wichtig. Das war irgendein besonderer. Okay, jetzt gucken wir nochmal hier oben, ob jetzt nicht noch ein zweiter von denen ist, dann kotze ich ab. Ja, na dann gehst du. Dann gehst du einfach weg. Ja, hier wäre unser Leuchtfeuer gewesen. Genau hier. Und da haben sie denn was Neues hingebaut? Da haben sie eine fette Mauer gebaut. Die war vorher nicht da. Und hier geht's in die Stadt runter, ne? Also ging's damals. Ach so, also sprich, das war jetzt echt. Das ist nur für den Typen gewesen. Also hier müssen wir auch nie wieder hin. Okay. Gut. Sehr gut. Ja, aber dann hast du den jetzt schon mal gemacht. Weil dann haben wir doch unseren kleinen Erfolg, oder? Ja, aber du hast leider noch die Hälfte der Folge. Du kannst dich jetzt nicht auf dem Erfolg ausruhen, tut mir leid. So, aber wir wissen ja, wo es jetzt weitergeht. Da aus der Tür raus. Wollen wir nochmal ganz kurz gucken? Sehen wir das jetzt hier, was das ist? Ja, du kannst dir das mal anschauen. Wir müssen das nur finden. Abzeichen, weiß ich nicht, wo die sind. Das sind so Runen. Ja, geh einfach mal da vielleicht. Bei Schlüsseldinger. Da war's. Ja. Feuervierck, genau. Ein Abzeichen hergestellt von der Otto-Werkstatt, dem Vorläufer der Werkstatt der ketzerischen Pulverfässer. Die Pulverfässer wurden von einzigartigen Ideen angetrieben und stellten seltsame Waffen größter Komplexität her. Es ist eindeutig, dass sich die Philosophie der Pulverfässer dieser Zeit bereits durchgesetzt hatte. Wir wissen also nicht, wofür es gut ist, kurz gesagt. Null. Das wäre eine Möglichkeit für euch einzuschreiten, liebe Freunde, und uns das zu erklären, wenn ihr das wisst. Ansonsten muss Freund Google helfen. Bist du übrigens bei unseren neuen besten Freunden hier, diesen komischen, bluttrinkenden Ekelviechern. Du hast noch einen Schuss und 8 Fiolen. Und 17.600 Echos. Was aber auch nicht reicht, um es nach Hause zu bringen, weil bringt uns nicht viel. Das sind aber auch 3. Ist blöd, ne? Da sind 3. Willst du vielleicht mal mittig einfach ins Gebiet laufen und gucken, ob die getriggert werden? Ja, ich glaube, den haben wir. Die Viecher sind aus Kanehurst Castle. Da haben wir die auch schon gesagt. Ja. Da waren die auf dem Innenhof. Willst du den mal anlocken mit dem einen Schuss? Ach so, er braucht immer 2 Schuss, oder was? Scheiße. Kannst du vorsichtig ran und dann vielleicht mit der starken Attacke ihn von hinten? Der guckt ja gar nicht zu dir. Ich denke, das ist sein Gesicht. Doch, der guckt zu dir. Ah, oh, der vergiftet auch noch. Fernkampf? Ah, na super.
He just climaxed. Ja, aber massiv. Okay, ich... Ach, was kostet die Welt? Leider sehr viel Geld. Ja, aber die vertragen nicht so viel. Nicht wie der eben. Heil dich an. Nicht nach hinten. Oh Gott. Ich hab Angst, dass du in die anderen reinrennst. Oh, du rennst gerade in die anderen, oder? Oder? Geh da hoch. Ja, du hast irgendwas geschafft. Quecksilberkugeln, du hast wieder Kugeln. Und irgendwer schießt auf dich, aber ist egal. Kümmer dich nicht um den. Steht da so ein Jäger oder so. Scheiße. Oh, Daniel, du hast uns gerade in eine unmögliche Situation manövriert. Ja, das sind normale Typen. Das sind Dorfbewohner, das ist okay. Du hast uns eine wunderbare Situation gebracht, weil jetzt sind wir auf der Brücke in Sicherheit, mehr oder weniger. Weil die paar Dorfbewohner kriegst du ja locker. Der nervt ein bisschen da mit seiner Kanone, aber... Wenn du einmal dich da... Du kannst ja rollen, da trifft er dich ja auch nicht. Also. Mhm. Okay, wieder zurück vielleicht, passt es ja. Wäre ganz geil, wenn er da mal runterfallen würde. Genau, das habe ich gerade erhofft. Ja, hat nicht geklappt. Er steht noch mit den Zehenspitzen, hält er sich noch fest. Oh, nee. Mach das nicht, zieh dich zurück. Ja, jetzt ist er runter, guck mal, jetzt hast du nur noch den einen am Arsch. Mhm. Jetzt kümmere dich nur noch um den, der hier oben steht. Kommt jetzt aber hier nicht nach oben gerannt, ne? Nee, glaube nicht. Du bist wieder so einer von denen, aber den kannst du vielleicht auch... Nee. Ja, das war super, super ausgewichen. Brillant, möchte ich sagen. Man muss dich auch mal loben. Wobei, nach dem Typen vorhin muss man dich super loben. Okay, jetzt noch einmal hinrollen und dann ist er hin. Ja. Schick, damit sind wir. Oh, hinter dir. Er steht jetzt unten und schießt auf dich, glaube ich, oder? Ja, aber guck mal, jetzt kommt er. Der kommt hoch, kannst ne? Ja mal zur Treppe gehen und ihn mal so ein bisschen. Der hat ja auch nur noch halbes Leben. Den holen wir uns noch. Den Halunken. Du bist ein Halunke. Du Bordo. Okay. Ja, auf jeden Fall heilen, ja. Und dann guck dich doch vielleicht erstmal oben um. Da unten. Aber wie sind wir denn überhaupt hierher gekommen? Na, von da rechts. Guck mal, da wo die umgekippte Kutsche ist, unten, ja? Da bist du runtergekommen. Du, aus dem Haus raus, runter, da ist das Haus übrigens, da rechts auch. Das liegt da. Da rechts liegt das Haus. Ach da so. Bist du raus, dann bist du runter und jetzt bist du einen Gang weiter wieder hoch sozusagen. Ich dachte, ich bin den... Du bist ja. Nicht denselben, du bist einen Gang weiter gelaufen. Ja, und schau mal, was hier oben noch so auf uns wartet. Also wir erkunden hier... Ein Leuchtfeuer vielleicht. Nö, alles außer, nee, dich nicht. Es ist sehr weit zum Boss, möchte ich sagen. Wenn wir jetzt keine Abkürzung noch irgendwie freischalten oder so. Weil wir müssen ja diesen ganzen Weg, weil wir haben den Boss noch nicht gefunden. Der muss ja hier irgendwo sein. Hier ist noch was. Das haben wir dann auch eingesammelt, das ist gut. Ah, Schutzmann-Handschuhe. Da unten ist ein Blutfluss. Genau, und hier ist ja die Kanalisation. Das, ja, aber sie haben wirklich alles nochmal wiederverwertet, ne? Das ist aber trotzdem schön gemacht. Vor allem mit dem Sonnenlicht, finde ich das gut. Gucken wir mal ganz kurz, was diese Handschuhe machen. Die Handschuhe machen, genau. Jetzt haben wir schon zweimal Handschuhe. Das waren die Schutzmann-Handschuhe. Ja, so ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Lass sie einfach sagen. Ich finde, als alter Jäger, wir haben den Umhang noch nicht, ne? Wir brauchen genau, noch den. Ich glaube, der ist da vorne bei diesem Feuertypen. Wahrscheinlich schon. So, jetzt gehen wir da rein und da ist der Boss. Und dann machen wir den jetzt noch. Also nicht mehr diese Folge, aber irgendwann. Da vorne ist wieder ein Jäger. Oh, lass das wieder so ein Feuerhansel sein. Wenn das ein Feuerhansel ist, soll ich den da machen? Mit dem Stunnen, das geht ganz gut. Magst du? Ich kann das. Dann würden wir jetzt aber jetzt die Folge beenden. Machen wir hier ein Päuschen, ja? Genau. Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Dann geht's hier weiter.